Ja, ich höre ja schon auf. Nee, ich. Ja. Hallo und willkommen zurück zum Masseneffekt des Zusammenspiels. Alter, das hört sich nach zu viel verdeutscht an, aber. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen mal weiter mit Rex und. Puh. Ja. Shepard. Persönliche Frage. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle Ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Und? Fragezeichen? Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Das ist Ihr Grund? Auf dem Untergrund? Oh. Alter, ich war gerade kurz davor, von diesem beschissenen Flachwitz mich zu übergeben. Okay, aber das ist Ihr Grund? Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin kein Held, Shepard. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Manchmal. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Mhm. Okay. Bis dann, Rex. Shepard. Ja, vielleicht hat es doch die Ashley oder so. Oder ja, vielleicht auch die Leara. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Ich dachte, Sie wären bei... Wie war doch gleich Ihr Name? Zoni? Hatten wir das Gespräch nicht schon mal? Liara, wie kommen Sie denn auf die Idee? Laut der Gerüchteküche stehen Sie auf Sie. Ich kann mir auch denken, aufgrund der Vorschriften in Bezug auf die Verbrüderung fällt die Crew ja wohl flach. Und sie sieht zumindest aus wie eine Frau. Hat sie sich gerade selber gedisst? Das ist kalt. Und mir ist gerade warm. Ja. Denken Sie, ich würde mich nur für Liara interessieren, weil sie die einzige ist, mit der ich mich treffen darf? Sie sind also an ihr interessiert. Natürlich, das ist doch alles Politik. Die Tochter einer Alien-Diplomatin. Haben wir jetzt den Befehl, uns mit den Käferaugenmonstern anzufreunden? Wie dem auch sei, wollen wir was trinken? Es gibt einen besonderen Anlass. Ich bin Anti-Alkoholiker. Das wäre jetzt fies, ja. Was ist denn der Anlass? Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des ersten Krieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Aber ich bin kein William. Also kein Bill. Oh Mann, war der schlecht. Ich fühle mich geschmeichelt. Gott. Alter, das ist so eine schwule Folge. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Meine Akte ist sauber wie die frische Wäsche einer... Ja, wie... einer Waschmaschine. Warum gucken mich die Leute noch überhaupt? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Oh. Jetzt verstehe ich's. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an.
Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Okay, was mit Großvater? Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Er wurde seines Kommandos enthoben, sobald Shang-Chi befreit war. Man brachte ihn sogar in Ketten zurück auf die Erde, aber es gab nie einen Prozess. Sie degradierten ihn still und leise und setzten ihn hinter einen Schreibtisch. Ein Jahr später ging er in den Ruhestand. Den Rest seines Lebens verbrachte er als Bauarbeiter in den Kolonien. Ab und zu hört man, dass versucht werden soll, ihn auf offiziellem Weg zu entlasten. Aber es wird nie etwas daraus. Ja, kann ich irgendwie helfen? Ich hätte das auch selbst rausgefunden. Aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sieh dir an, wer ich bin, Shepard. Hast du je gehört, dass ich um Hilfe gebeten hätte? Es ist nicht so, dass mir nie etwas Schlimmes zustoßen würde. Wenn du lange genug bei mir bleibst, erzähle ich dir vielleicht noch mehr. Aber ich komme allein damit klar. Ich brauche keine Schulter, um mich auszuweinen. Keinen Ritter, der mich rettet. Und keinen Mann, der mich glücklich macht. Das bin ich. Mir gefällt's. Und dir sollte es besser auch gefallen. Und? Bist du immer noch an mir interessiert? Trotz des ganzen Ballastes? Was? Ja, sollen wir? Ja, hässlich ist sie jetzt nicht, aber... Wollen wir? Ja, weiß ich nicht. Ja, was ist mit mir? Bist du an mir interessiert? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht bin ich es nicht. Du warst wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt, die Galaxis zu retten, als darüber nachzudenken. Aber sobald wir die Galaxis gerettet haben, kommt die Allianz vielleicht besser klar und beginnt, wie eine echte Regierung zu handeln. Ja, das ist schon okay, ne? Die Allianz ist nicht perfekt, aber sie schlägt sich ganz gut. Da muss ich dir leider widersprechen, Skipper. Den Aliens unser fortschrittlichstes Schiff übergeben, dem Rat in den Hintern kriechen? Ja, es war... Dauert nicht lange, ne? Wir sind noch nicht lange hier, Ash. Sobald die Menschen im All Fuß gefasst haben, können wir anfangen, uns bemerkbar zu machen. Wie kannst du das nach all dem, was wir hier draußen gesehen haben, noch sagen? Sie tun bereits so, als wäre Saren unser Problem. Sie hetzen uns bereits auf ihn. Die Ratsvölker werden immer zuerst an sich denken. Das ist die Natur der Menschen. Wir können es uns nicht erlauben, ihnen zu trauen. Nicht, wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht. Sorry. Sorry, Leute, aber ich muss mal... Boah, der war jetzt echt wie von der Pussy geblasen, geschniest, keine Ahnung. Alter, warum lache ich hier überhaupt? Alter, ich bin so fertig heute. Oh Mann. Warum habe ich überhaupt mit den Videos hier aufgemacht? Angefangen. Wir können mit ihnen kooperieren. Ash, du glaubst an Gott. Einen unfehlbaren, allwissenden Schöpfer mit einem Plan für das Universum. Denkst du, die verschiedenen Ansichten innerhalb der Galaxis wären kein Teil davon? Ich weiß nicht, was Gott vorhat, Shepard. Ich denke nicht, dass die Menschen einen göttlichen Auftrag haben, falls du das meinst. Ich denke nicht, dass wir anderen überlegen sind. Brauch ein Gleichgewicht. Und kein Leichtgewicht. Oh. Mann. Hölle. Menschen sind aggressiv. Wir denken schnell und wir handeln schnell. Unser Drang, ständig vorwärts zu kommen, hat schon zu Kriegen geführt. Der Rat kann das ausgleichen. Das ist... Ich schätze, so habe ich das noch nie gesehen. Alle Facetten, meine ich. Aber dadurch wird das, was meinem Großvater zugestoßen ist, auch nicht besser. Nö, ganz bestimmt nicht. Was deinem Großvater zugestoßen ist, hätte niemals passieren dürfen. Gut. Es gibt zumindest eine Person, die das weiß. Ihr hättet euch bestimmt gut verstanden.
Er war ein zäher alter Knochen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache bald überstanden sein wird, aber mach dir keine Sorgen, Shepard. Ich werde dich beschützen. Alter, voll das Mann-Swipe hier. Ja, wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Wir haben viele Kolonisten verloren. Mir fällt nichts ein, das wir noch hätten tun können, und trotzdem fühle ich mich miserabel. Wir sind schließlich hier, um sie zu beschützen. Und auf Wiedersehen. Wir unterhalten uns später, Williams. Ja, wir haben noch mit der Kinder. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Ja. So, dann würde ich sagen, dann gucken wir doch, ob die Tully oder Kaiden uns was noch zu sagen haben. Und dann ja, kann es eigentlich schon mit der nächsten Garrus-Quest. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Wir kommen näher. Ja, ich könnte jetzt so einen voll den schwulen Satz hier bringen, aber nee, ich will ja die Zuschauer hier nicht vergraulen, aber das hoffe ich. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Wir haben noch nicht gewonnen. Saren hält noch einige Überraschungen für uns parat. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Aber ich weiß, dass sie mit allem fertig werden, was er für uns bereithält. Und sie können sich auf meine Hilfe verlassen. Alles klar. Ich muss jetzt gehen. Das ist doch eigentlich ziemlich gut zu wissen. Und ich denke mal, Adam hat uns nichts zu sagen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Yep. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Los, Adam. Ja, der Adam. Natürlich nicht zu höchst mit dem Adam-Apfel, aber... Ja. Hallo, jemand zu Hause? Nein? Okay. Ja, der Kaiden oder die... Oder wollen wir erstmal zu Liara oder Kaiden? Ich würde sagen, ja, die gute Liara. Das... Ja. Da ist ja die Liara. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Unterhalten? Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Knattern? Wollen Sie damit sagen, dass Sie... Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Macht nix. Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies. Die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Ach, die ist doch Jungfrau? Ja. Ja. Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass dies Ihr erstes Mal ist? Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Ja, okay, verstehe. Ja, sorry. Ja. Oh Mann, ey. Ja, verstehe. Wo ich vor dir stehe, aber... Dies sind dunkle Zeiten, Liara. Vielleicht, wenn alles vorüber ist.
Ich bin froh, dass Sie mich verstehen, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Alles klar. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ja, das war ja mal eine recht unterhaltsame Konversation mit dem Liara. Ich würde sagen, ja, davor ist schon, schon der Kylo. Ich würde sagen, wir haben schon genug aufgenommen und wir machen im nächsten Part mit dem netten Kollegen hier weiter. Und ja, danke nochmal für die nette Aufmerksamkeit. Und bis dahin zu Let's Play Marcel. Bis dahin, euer Ciao.